Herzlich willkommen zur 7. Folge von Anna lernt Bogenschießen. Ja. Ja. Heute sind wir am Parcours. Aber nicht in Werrersdorf, sondern in einem anderen Ort, dessen Name mir nicht einfällt. In Muttmannsdorf, genau. an der Hohen Wand. Ganz genau. Eigentlich sage ich immer herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen. Achso, ja, voll, genau, ja. Das auch. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen. Teil 7, Anna lernt Bogenschießen. Ganz genau, also, ja. Genau, also wie ihr seht, haben wir heute einmal Parcours gewechselt, sind da am Parcours vom Sportclub Diana in Muttmannsdorf. Dass die Anna mal ein bisschen was anderes aussieht. Wir werden heute wieder mitschreiben, schauen, ob es besser oder schlechter ist als das letzte Mal in Wöldersdorf. Letztes Mal haben wir gehabt, wie viel Strichel? Das ist eine gute Frage. Das ist 6, glaube ich, ja. Ich glaube, oder 7? 6 oder 7 Strichel, heute machen wir es ohne. Hoffentlich. Passt. Die Anna hat schon zuerst mein Schießplatz, jetzt dann eh sehr schön geschossen, sehr schönes Trefferbild, glaube ich, im ersten Ding. Bin jetzt zufrieden, trotz Wind. Ja, ja. Ich war auch sehr überrascht. Das erste geht immer am besten, gell? Ja, voll, und dann geht es einfach bergab. Aber schießt schon sehr schön. Also, danke, danke. Gefällt mir gut. Gut, na dann. Gehen wir so, oder? Ja, voll. Passt. Passt. Fast alle im Roten. Zwei Ausreißer. Sehr schön. Genau. So will man das sehen. Die zwei hinten, vielleicht auch noch in die Mitte. Ja, das war der Wind. Aber das war der Wind. Ja gut, sie sind wirklich nicht dick. Ziel Nummer 12 fehlt irgendwie, nur mit der Aufsatz da. Ja, kann man nichts machen, gell? Einfach zum nächsten. So ein kleiner Tipp für zwischendurch was essen am Parcours, bleibt der Blutzuckerspiegel konstant, ist gut für die Konzentration, auch so fühlt man sich gleich viel glücklicher, gell? Ja. Hast du einen Fuß gehabt? Was? Hast du einen Fuß gehabt im Bogen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, aber nur so. Ja, so steiler Wind, glaube ich, noch nicht geschossen, so steil, gell? Ja. Alles? Ja.
da, gell? Mit der siebten Folge von Annalena Bogenschießen. Genau. Wie schaut das Ergebnis aus? Zwei habe ich nicht getroffen. Ja, davon war eines ein ganz dünnes Erdmännchen. Ja, diese kleinen Erdmännchen, die waren wirklich dünn, muss man sagen. Und also ja, das zweite war irgendwas, das, ich glaube, dieses eine Reh, das urweit entfernt war, das wir jetzt nicht gefunden haben. Das ist ein Winkel, was wir noch nie geschossen haben eigentlich. Ja. Also von denen her, okay. Sonst, wie viele zweite haben wir gehabt? 1, 2, 3, 4. 4 zweite. Und wie viele dritte? 1, 2, 3. Genau. Ansonsten immer mit dem ersten Pfeil. Das reicht mit dem ersten Pfeil fürs siebte Mal schießen. Bin ich hochzufrieden mit dir, Anna, muss ich sagen. Und einmal, einmal habe ich 20 Punkte geschafft. Einmal 20, aber sonst halt immer auch so relativ, ja, relativ ein paar Halbe im Halt, gell. Aber ich muss sagen, fürs erste Mal auf einem unbekannten Parcours wirklich, wirklich super, ja. Na wirklich, ja, ist ganz stolz drauf, also ist ein gutes Ergebnis, gell. Okay. Wir haben das letzte Mal gesagt, unser Ziel war, dass wir eben nur mehr zwei Striche haben, maximal. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen nicht schauen in Wöllersdorf, dass wir da das auch mit nur zwei Stricheln zusammenbringen. Am besten noch gar keine Stricheln. Ja, aber bevor wir uns halt das nächste Ziel mit gar keine setzen, probieren wir es in Wöllersdorf, dass das vergleichbar ist. Ja. Das sind dann da andere Entfernungen und so. Aber sehr schön. Ja. Was wir jetzt bei dir, wenn wir schauen, ob die Kamera noch aufnimmt, was wir jetzt bei dir sieht da schon, ist, dass du diese Angst vom Bogen komplett verloren hast. Ja. Das ist am Anfang, sieht man ja bei allen Anfängern, ja, wo man so, nein, was passiert, wenn ich loslasse und so, so gell, ja, und so ein bisschen Ding. Und jetzt stehst du wirklich da und man merkt, du gehörst zu einem Bogen und willst recht. Ist schon wurscht, ja. Und du hast schon, du bist den Bogen einfach gewöhnt, ja, kann man auch sagen. Also du bist so wirklich, wirklich drinnen schon. Wirklich drinnen im Schießen schon. Ja. Also ja, fürs siebte Mal super. Ja, ja, passt. Kann man nichts sagen. Sonst noch irgendwas? Hat Spaß gemacht, ist interessant gewesen, jetzt einen anderen Parcours zu sehen. Vor allem ist man hier jetzt auch viel kleinere Ziele auch. Ja, es waren relativ kleine Ziele, dafür gibt es halt Distanzen. Ja, aber es ist auch anstrengend, weil es viel mehr bergauf. Steile Winkel auch, was wir in Wöllersdorf nicht geschossen haben. Ne? Ja, weil da habe ich mir auch jetzt zum Beispiel mit dem Bogen auf dem Fuß. Das habe ich glaube ich eher im Video. Ne? Ja, voll. Es war so unerwartet einfach so, was ist jetzt passiert. Ja. Ich meine, das hat auch nicht wirklich wehgetan, das war nur so im ersten Moment so dieses, was ist passiert. Aber schön geschossen auf jeden Fall heute, hat mir sehr gut gefallen. Ja, bin auch zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal Wöllersdorf wieder, wäre wieder bei Gurgi, oder? Ja, ich glaube, es kommt dann auch aufs Wetter an, oder? Ja, jetzt wenn es jetzt noch so schön bleibt, dann ja. Ja, und auch wenn es nicht so schön ist, so lange. Okay. Würde ich sagen. Also, okay, passt. Aber schauen wir, wie es uns gefällt das nächste Mal. Voll. Gut. Passt. Dann, genau, dann schaut bei der Anna vorbei auf ihren Instagram-Account, Stumbling Arts. Ja.
Schöne Zeichnungen, was Zeichnungen braucht, die Anna zeichnet gerne. Viel. Naja, viel. Momentan viel, weil es diesen Monat eine Challenge ist. Deswegen. So Illustrationen oder so. Kostet natürlich ein bisschen was, aber ja, ist jetzt so. So wie alles im Leben. So wie alles im Leben. Gut, na dann in diesem Sinne. Alle ins Gold? Nein. Ja, doch, alle ins Gold. Alle ins Gold. Alle ins Blatt. Viel Dank, macht das gut.